Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es mal wieder um das Pulvern. Und zwar habe ich einen neuen Pulverautomaten sozusagen. Ich habe ja bisher immer mit dem Autotrickler Version 3 gearbeitet und was jetzt vor mir steht, ist der Autotrickler Version 4. Ich freue mich sehr. Der alte hat mir zwar gereicht, aber der neue ist wirklich komfortabler. Und da kann man einige Dinge machen, die man mit dem alten nicht machen konnte. Und es ist alles viel, viel einfacher geworden. Was braucht man, um mit einem Autotrickler überhaupt arbeiten zu können? Das sind nämlich zwei Dinge. Zum einen ist es der Autotrickler selber, den ich hier jetzt hier auf dem Tisch zu liegen habe. Und hier steht ja auch der alte, die V3. Und zum zweiten braucht man eine Waage, die dafür geeignet ist. Und das sind die AND-Waagen. Und ich glaube, die einfachste Waage, die sinnvoll ist, ist die 120er. Ich habe aber eine andere. Ich habe, glaube ich, die 300F. Ich guck mal. Die 300FZ 300i. Die ist natürlich noch ein bisschen besser wieder, ganz klar, weil die hat ein internes Kalibrierungsgewicht. Ich drücke da nur auf den Knopf und dann, voilà, ist die Kalibrierung erledigt. Die ist ein klein bisschen teurer, aber die ist auch sehr, sehr gut. Die 120 erreicht auch, braucht ja ein F1 Kalibrierungsgewicht und macht die Kalibrierung halt per Hand. Das geht natürlich genauso und die Waage ist natürlich dann deutlich preiswerter. Ja, die beiden Sachen braucht man. Ich zeige euch jetzt, was in diesem Karton Autotrickler alles drin ist. Der Autotrickler Version 4, also V4, ist ja einfacher aufzubauen. Deswegen gibt es gar nicht mehr so viele Teile, Einzelteile. Ihr bekommt quasi einmal so ein komplettes Teil. Ich halte das mal in die Kamera. Das ist so ein Block aus Aluminium. Das habe ich hier schon rangesteckt. Das Teil ist einzeln. Das kann man hier einfach reinstecken. Und da sind zwei Motoren dran. Und ist eine super Konstruktion. Sieht also wirklich sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Ist schön gefertigt. Ich mag das ja, bin ja Maschinenbauer. Und wenn ich solche Teile sehe, dann weiß ich, da haben die Leute sich Mühe gegeben. Hier ist eine Scheibe vorne drin, die habe ich reingesteckt. Die gibt es extra, die kann man ja auch rausziehen. Ne? Einfach so eine Scheibe. Und könnt ihr nicht sehen, hier schwarz vor schwarz. Ja, wenn sie spiegelt, dann könnt ihr die, glaube ich, sehen. So, jetzt seht ihr die, ne? Und die kann man da vorne reinstecken. Das ist, glaube ich, Plexi. Ich weiß es nicht genau. Also irgendwas, was nicht gleich kaputt geht. So. Und hier hinten ist die gleiche Scheibe. Die bleibt aber davor. Ich mal gucken. Eine Seite geht es raus. Bei der anderen Seite geht es zum Entleeren natürlich auch. Die kann man dann hochziehen und das zeige ich aber später. Das Teil ist also dabei. Dann ist ein Netzteil dabei. Muss mal aufpassen. Wenn ihr so ein Netzteil habt, müsst ihr halt einen Adapter davor stecken, damit das funktioniert. Achtung, das ist ein ganz bestimmtes Netzteil, nämlich hier ist innen der Minuspol. Ja, ich habe zwar solche Netzteile auch, ich brauche das gar nicht, aber hier innen ist der Minuspol. Das ist wichtig. Andersrum funktioniert das nicht, weil das Netzteil kommt ja an die Waage ran und die Waage braucht so ein Netzteil mit Minuspol innen. Das ist übrigens bei meiner Sartorius, die hier neben steht, zum Controller nachher, genauso der Fall. Da brauche ich auch so ein Netzteil, wo das genau andersrum ist, wie die normalen Netzteile das immer haben. Was gibt es noch dazu? Obendrauf kommt dann nachher der Pulverbehälter und da gibt es natürlich auch einen Deckel zu. Und das sieht jetzt nicht so viel anders aus. Ne? Das ist der alte Pulverbehälter und das ist der neue Pulverbehälter, der ist unten natürlich ein bisschen anders. Funktioniert, geht super, weiß ich von dem alten. Was gibt es noch? Dann gibt es die Grundplatte. Die Grundplatte, da wird quasi der Block einfach draufgestellt. Da wird nichts festgeschraubt, wird einfach nur draufgestellt. Hier ist so eine Gummierung drauf, das verrutscht auch nicht. Und dann wird die Grundplatte natürlich auf die Waage gestellt. Ich gucke mal, ob die überhaupt drauf passt. Voilà, irgendwie passt die da rauf. Man muss da noch was raufkleben nachher. Und dann hat man das, dann passt das schon. Es gibt noch so ein Glas wieder, so ein Schnapsglas, wo man mit füllt. Das funktioniert ja super. Es gibt so einen Anschlag, den man aufkleben muss. Den muss ich den alten irgendwie abmachen nachher. Das werde ich schon hinkriegen. Und es gibt den Anschlussblock. Und das muss noch ein einziges kleines Kabel hier. Das finde ich natürlich super. Ja, das glaube ich alles. Die Verkabelung ist hier komplett dran. Da guckt ihr einfach nur so ein kleines Käbelchen raus. Und das war's dann schon.
mehr gibt es gar nicht. Diese vier Gummipunkte, die kommen ja auf die Waage. Erledigt. Lustiger kleiner Pinsel noch. Das war's. Ach so, ja. Die Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung ist in Englisch, aber ich habe das ja bei autotrickler.de gekauft. Achtung, Werbung, aber ihr wisst, ich kaufe sowieso nur die Sachen, die mir gefallen. Es gibt dort auch eine deutsche Bedienungsanleitung. Man muss das also nicht übersetzen. Und gerade bei der Einrichtung der Waage ist das ja dann einfacher, wenn man das in Deutsch hat. Ich habe zwar ein Video zum V3 zur Einrichtung der Waage und hier ist es genau das Gleiche. Also eigentlich brauche ich das gar nicht zeigen, weil dann verweise ich einfach auf das alte Video, geht da genauso. Also ist genau das Gleiche. Ja, gibt es in Deutsch, braucht man also keine Angst vorhaben, kriegt man per Mail, wenn man an info@autotrickler.de schreibt. Dann hat man auch dazu die deutsche Bedienungsanleitung. Ich habe die jetzt gar nicht hier, aber so schwer ist das nicht. Das ist also alles ziemlich einfach. Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch natürlich freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.